Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu den Ludolfs von genau, Darkness Falls wollte ich gerade sagen. Nein, von Undead Legacy. Hallo Swisty, hallo Buran, hallo Skyhawk. Hallo zusammen. Hallo. So, der Quest, die Schule. Die Aufgabe, Schulbusse erstmal abbauen, weil die spawnen ja gleich neu und da ist jede Menge Zeug, was wir noch brauchen. Wie könnte es auch anders sein, ne? Solange es keine Motoren gibt, ist gut. Halt die Klappe. Gibt's auch. Ein So eine LKW-Motor hat Möglichkeit mir drin. gereicht. Ja. Und gehen wir rein. Moment, ich baue noch ab. Okay. So ein Schulbus geht nicht so schnell. Ja. Machen wir hier Autos auch noch. Je, und ohne Motor. Darf noch weitergehen. Juhu. Ich mach mal den Land Rover, den Range Rover oder was das ist. Ich habe schon wieder eine Stufe S-Blei-Batterie. Oh, cool. Wird es Zeit, dass der mal Solarzeug hat, der Händler? Mal so eine Frage. Wenn ihr im echten Leben ein Auto fahren müsstet, was in diesem Spiel vorkommt, in welcher Farbe würdet ihr den Muldenkipper fahren? Den gibt es nur in Gelb, oder? Im echten Leben. Alle da? Jawohl. Jo. Jo. In Rosa. Oh, es geht schon weiter mit Abbauen. Ja, er wollte direkt Brötchengeld kassieren. Oder die für die Schulmilch. Nein, das ist doch eindeutig der Medizinraum der Schule. Jo, dann. Ein paar Drogen drinne? Was wisst ihr schon da? Dann sind keine mehr Nee, ich habe dem Rektor gerade mal den PC geklaut. Ich habe ein selbstgebautes Gewehr hier direkt erstmal zum Schulrucksack rausgeholt. Das ist sehr traditionell. Ja. Ist halt eine amerikanische Schule, Ja. Aha. Hier kommt direkt so halbe Portion aus der Decke. Nö. Umpa, Lumpa, Opa-Di-Du. Schade, dass ich mich nicht so querstellen kann und wie so ein Cricket nach hinten schießen kann. Das wäre doch lustig. Ja, das hätte Potenzial. Ein Kochtopf, wie schön. Hey, die kranke Schwester hat sich im Schrank versteckt. Zwei Skillpunkte. So, noch eine Stufe. Dann habe ich den Händler ganz oben. Gut. Denn? Merzen? Sonst nichts mehr da, hä? Nein, oben wird's besser nachher in der Turnhalle. Ups, Entschuldigung. Also müssen wir hier die Treppe rauf. Genau.
ich mal mit dir einen Schülerausweis sehen? Kein Schülerausweis. Kai, kommst du nach oben? Ja. Ja, jo. Und wieder 50 Forschungsdaten? Holzspalter-Mod. Her damit. Mhm. Wo bist du jetzt? Da bist. Ich geb's dir dann. Und wieder unten. Mhm. Oh, komm jetzt, halt doch mal still. Mann. Oh, das habe ich auch noch nicht geschafft, die obere Schädelhälfte wegzuhauen. Das Gehirn liegt offen. Aber die neue Animation, da steht ein Geier im Fall. Ist egal, das sieht cool aus. Oh, das da war ein Geier. Okay, klappt nichts, Geier, oder? Nee. Ah, super. Ein Partymädchen in der Schule, was soll ich denn davon halten? Ja, die beginnen früh, weißt du doch. Nein, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Echt nicht, nie in der Schule gewesen. Aber muss mal gucken, der Typ, der hier rumliegt, dem fehlt die obere Schädelhälfte. Muss ich jetzt nach oben weg. Oder nach unten? Aber. Nach oben. Hier liegt kein Typ mehr. Ja, der ist gerade despawned. Entschuldigung. Bist hoch, ja, Klaus. Ja. Ja. Ja, dann ist klar. Dann geht's hier hinten wieder runter. Kann er nicht wahr sein. Hab ich mich gerade verklickt. Jeder darf Jungs, mal draufhauen, ja? Bitte alles kaputt machen, nicht gleich wieder wegrennen. Nö, so im Vorbeigehen, jeder haut einmal zu. So, jetzt Küche, vielleicht gibt's Rezepte. Ich kümmere mich mal gerade um den Hausmeister, der so doof in der Gegend rumsteht. Ah, schon von der anderen Seite kommen ein paar Gäste. Bist du tot? Gibt der noch? Nö, der ist tot. Ein Glück. Hey, hier ist nochmal so ein. Ja. Ein Millhaus. Noch ein Millhaus? Mhm. Ist nicht schlecht. Millhaus ist immer gut. Ja, so ein One-Hit. Das wird schon wieder knapp mit dem Gewicht. Ja, ich hab noch frei. Lass mich ran. Du bist doch garantiert für BWL zuständig. So, hier liegt ein Motor rum. Möchte ihn jemand? Nein. Zerlegen. Warum nicht? Den nehme ich. Okay. Dann nehme ich den Generator hier. Mhm, den habe ich gerade leer gemacht. So, gut. Sind alles nur Gammelfleischlieferanten? Haben wir hinten geweckt? Ja, hat er. Labor. In die Turnhallen. Ein Trommelmagazin-Mod. Sehr gut. Also ich habe das Gefühl, hier aus dem Ding kriegst du mehr raus als aus dem Shotgun-Messiah aus der Schule.
Ist das vielleicht sogar Absicht? Damit du in die Schule gehst? Vielleicht. Ups. Gut, eben, wir konnten die Skalierung ja nicht einstellen. Das ist richtig. Ah, da ist das berühmte Sofa. Das Schulsofa. Na dann. Okay, weiter. Und hier rein. Toiletten kann immer was liegen. Mhm. So, und jetzt Bogen schießen erstmal auf das, was da oben rumsteht, ne? Nee, nicht von hier. Wieso? Ich sehe da doch schon einen. Habe ich nicht. Kann sein, dass du dann alle triggerst. Och. Nee, von der anderen Seite. Von der Tür aus, ist besser. Oh, sogar ein Automat, der funktioniert. Ja, hat Gefängnisausbrecher. Hier auch nicht. Von der Tür aus geht's eigentlich ganz gut. Ich geh noch gerade hier durch den Lockerraum. Also, ja, machen wir Kleider. Die sind ja gesperrt. Man muss ja hier durch. Ja. Achso, Entschuldigung. Warte mal, hier hinten in der Dusche war da nicht immer einer. Da oben ist Müll. Gammelfleisch, juhu. Und halt gesperrte Gießfächer. Kann man die zweite Türe kann man nicht öffnen, schade. Ich gehe mal in die Ecke nach hinten. Oben, ne? Denk dran, oben. Jojo. Unter der Decke. Da hocken sie. Eins. Will nicht runter. Einer doch, ist kommt. Weg. Lebt noch. Bringer. Schon tot. Schon tot. Military kommt. Der hat hinter sich. Da hinten liegt noch eine. Da ist noch eine. Da wurde ein Wilder. Ja. Oh, hat die aber gerade einen Flieger gemacht. So, das war's. Zurück okay. Zum Händler. So, und jetzt sagt mir mal, wie man so eine große Halle baut in 7 Days, ohne dass die einstürzt in der Mitte. Mit den Querträgern da oben? Quer- und Längsträgern? Ich vermute, es hat was mit dem zu tun, weil sonst kriegst du nur 9 Blöcke hin. Mhm. So, die Kiste musst du mal gucken, ob du die öffnen kannst. Ja, kann ich. Ich brauch nur wieder meine Drogen. Ich kann Benzinkanister lernen, aber das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nö, haben wir genug. Gut. Dann zerlegen wir das Ding dann um 50 drauf. Weil das lohnt sich jetzt wirklich nicht. Wer schaut rein? Lass Sky schauen. Ja. Jagdbogen, Eisenkampfmesser, 9mm Munition und ein Verband. Alles gut. Gratuliere zum Jagdbogen. Mhm. Ja, den werde ich auch nehmen. Zurück zum Händler. Jo. Ja. Steht hier nicht noch ein Bus? Nee, kein Bus. Oh, doch, hier ist doch da steht noch ein Bus. Da steht noch irgendwo ein Bus hier. Aber ich bin eh schon überladen. Ich mach noch gerade den Bus hier. Da vorne steht auch noch ein Bus. Also aus der Turnhalle raus rechts, den mache ich. Da steht auch noch ein Bus, ja. Den mache ich hier vorne. Ja, dann halte ich dir mal den Rücken frei. Mal sehen, was rauskommt. Messing, also so Messing, aus Schadenfreude wäre doch ein LKW-Motor schön. Hey, hör auf, bei meinem Glück hab ich den gleich. Moment, ich bin überladen. Ich muss... Bin ich auch schon. Ja, aber ich habe nichts aufgesammelt jetzt bei der Runde. Ich guck gleich nach, wenn er weg ist. Kann auch eine Batterie sein.
Also, wir hätten hier tatsächlich eine Bleibatterie im Angebot. Stufe? Nee, könnte ich grauer nicht Mist. Sagen. Kannst du verkaufen beim Händler. So, und ich habe immer noch einen roten Balken unten. Und ich kann zählen nicht mehr über den Zaun. Zählen die EP von den Quests eigentlich auch? Für was? Für den Malus, weiß ja, ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja. Schon. Ja. Dann solltest du den ja los sein danach. Ja. Und ich kriege 2 Belohnungen. Du kriegst 2 Belohnungen? Ich habe den Händler auf 4. Wow. Also den Questbereich habe ich ganz oben. Nö. Nee, fliegende Pfeile. 400 Meter Schleichtempo. Dankeschön. Schließt du noch, wenn du nachher hinten bist, das Motorrad mal auf? Ja. Und ich hole euch dazu, wenn ich beim Händler bin. Bis gleich. Der Händler ist der Meinung, du kommst hier nicht mehr rein. Das schaffe ich nicht zeitlich. Also von daher abladen, sortieren, weiter geht's. Genau, und um 4 müssen wir hin. Händler Reset. In der Hoffnung, der hat dann was Anständiges. Mhm. Wobei, er bleibt halt ein A-Loch. Mhm. Ein sehr unsympathisches dazu. Und stinkfrech. Mhm. Er hat gesagt, ich stinke. Hat er sich mal selber gerochen? Und er erträgt mich nur, weil ich Geld habe. Haha. Wow. Ja, eben. Das Schlimme ist, wenn du meine pfefferst, dann passiert nicht mal was. Du musst es nur härter versuchen. Oh, glaub mir, da habe ich Ausdauer. Schrottvorschlaghammer kann ich zerlegen, oder? Ja. Ja, oder verkaufen. Eisenkampfmesser kann ich auch zerlegen. SMG-Teile, die behalten wir mal. Ja, falls wir ein Ding bauen wollen. Genau. Geschützturm. Das würde ich sagen, unter Werkzeug, ne? Ne, unten Teile. Waffen, Werkzeugteile. Okay. Das denn noch? Stacheldraht. 20% Blutungsschaden kann an Knüppeln angebracht werden. Ist mein Hammer ein Knüppel? Nö. Nee, das ist ein Hammer. Schade. Also Modkiste. Und ich werde dann mal gerade gucken. Ach du Scheiße. Die muss auf jeden Fall noch verbessert werden. Können wir eigentlich schon Waffen verbessern? Bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, bis Stufe grün. Okay, dann muss ich mir das gleich mal angucken. Halt. Da. Oh. Moment, ich koch mal gerade. Nee, es geht weiter. Die ist ja schon Stufe 2. Das sollte besser gehen. Oh, ich habe die ersten 7 Stahlbohren. Cool. Und ich kann 10 von den Eintöpfen machen. Auch nicht schlecht. Medic. Kommst da rein. Brauchen wir noch Pilzsamen? Ja. Denke, kann ich schaden. Nicht behalten, weil die kann ich gleich verkaufen. Die brauchen wir ja nicht. Upsa, Waffen. Wie schwer ist denn der eigentlich? 10 Kilo. Ja, dann tue ich den doch mal in meine Kiste. Also, teils Waffen kann man jetzt sicher upgraden.
Ich probiere mal gerade. Ballistikstation? Nee, ja, Verwertungsstation. Handwerker, Forschung, Tischler. Die in der Küche. Wartungsstation? Ja. Ach, ja, auch ja, ich vergesse das immer wieder. Also, ich könnte meine Schrotflinte aufwerten von F nach E, bräuchte aber 15 Tierfett dafür. Ah ja, damit es leichter läuft. Ja, ja, super. Na gut, diese Schrotgewehre-Zeug, die lohnen sich nicht. Das Jagdgewehr hätten wir alles dafür, aber es ist ausgegraut. Achso, weil Mod drin ist. Okay. Das ist auch nicht so teuer. Muss 100% repariert sein und modfrei, ja. Ja. Maschinengewehrteile bräuchten wir, um die AK aufzuwerten. Und für die LCR gilt Gleiches. Ich glaube, diesbezüglich hätten wir sogar was, ne? Oder? Gut, die AK und die LCR, die lohnen sich. Mhm. Weil die behalten wir ja, aber die Schrotgewehre, die fliegen raus, sobald wir was Besseres haben. Okay, das muss jetzt aber nicht sein, dass ich das jetzt aufwerte, weil eine Eisenplatte zum Reparieren und das Jagdgewehr, das passt schon. Aber wie gesagt, für die Schrotflinte, da musste ich doch gerade lachen. Tierfett. Du weißt, der Lauf muss gefettet sein. Ja, ja, ja. Was fehlt da eigentlich für Stufe 3? Aufwertung. Ach, 91 Eisenplatten und ein Schraubstock. Echt jetzt? Jupp. Und der Schraubstock könnte ich herstellen, mache ich. Haben wir den schon mal? Ja. 160.000 und Pilze wollte ich auf dem Nachbargrundstück anpflanzen. Aber ich müsste noch gerade gucken, mein Schraubenschlüssel müsste repariert werden und dafür bräuchte ich 4 Eisenplatten. Irgendwann mal. Ich mache jetzt 11 Stück, dann haben wir keine Barren mehr. Oh. Aber ich habe jede Menge Stahlschrott mitgebracht. Den könnten wir auch einschmelzen, einen Teil davon, ne? Ja, ich weiß nicht wie viele, weil irgendwas brauchen wir noch für die Aufwertung von dem Tisch. Wir haben, glaube ich, 1500 von diesem Eisenschrott da jetzt. Kommt drauf an, dass du es einschmelzt. Jungs, das Zeug gehört nicht hier rein. Heizkörper, Türgriffe. Ja, das kommt oben in die Kiste. Die welche? Unter der Decke hängt. Hier, oberhalb von der Küche. Guck mal. Ah, alles klar. Ja. So. Weil das muss nach oben in die andere. Ich gehe gerade hoch. Mhm. Also, ich. Falsche Kiste. Also einschmelzen. Mache ich 150 von 180, dann bleiben noch 372 Eisenschrott übrig. Mhm. So, Presse läuft. Au, hatten wir viel. Kupfer und Zinkbarren. Apropos Kupfer und Zinkbarren, wo sind eigentlich die Kerzen hin? Ich habe sie nicht verkauft. Habe ich die in irgendeine Kiste geschmissen, weil die da schon drin waren? Keine Ahnung. Habe ich jetzt nichts gesehen. Ja, ich werde gleich gucken, wenn hier das... Obwohl, nee, das kann ich jetzt eben machen. Also aus Kupfer und Zink kann ich jetzt 63 Messingbarren herstellen. Gut. Torres, kommt noch was in die Kiste rein zum Zerlegen?
Ja, ich gehe gleich wieder hoch. Kleinen Moment. Ach, du bist nicht oben. Ich bin gerade unten, aber oben läuft durch. Ich wollte halt nur gucken, wo meine Kerzen hin sind, weil die wollte ich ja extra verkaufen beim Händler. Und die müssen ja schon in irgendeiner Kiste gewesen sein. Weil die sind weg. Ich habe die doch gesammelt gehabt. Ich bin so verpeilt. Ja, in der Gerätekiste waren welche drin. Okay. Okay, ich gehe wieder hoch, hole noch das restliche Zeug in den Schredder. Können wir doch verkaufen. Ach, scheißegal. Ja, 330 Messingschrott circa oder ein bisschen mehr, LCD, Platinen, Kabel, Plastik, Eisenschrott, eine Diode, eine Batterie. Ist okay. Ja, kommt über die Zeit doch was zusammen mit der Station. Ja, das hat sich schon gelohnt. Bin ich jetzt wieder überladen und komme runter und sortiere es ein? Leute. Ja, bitte. Wir brauchen Militärrüstungsteile. Ja, in der Rüstungsteilekiste. Nein. Doch, die ist nicht verlinkt. Jetzt ist sie verlinkt. Aha. Okay, wie viele von diesen Tarnstiefeln wollt ihr in Stufe H? Also, Militärtarnstiefel. Was haben die denn? Geräuschlos, glaube ich. Ja. Okay. Würde ich nicht Wer nein noch? Sagen. Nee, danke. Also 7 Stück könnte ich herstellen. Gut, dann mache ich jetzt mal 2. Hab noch keine Skillpunkte in leichte Rüstung. Wir sind 10 Sekunden in der Schneiderstation. Mhm. Also als nächstes brauchen wir dringend dieses Schwefelzeug. Mhm. Und Schwefel war beim... Schwefel war doch Sand, oder nicht? Nee, das war das Nitrat. Genau. Warte, ich kann doch noch... Schwefel, Nitrat und Kohle brauchen wir für Schießpulver. Okay. Ich weiß schon, was Nitrat und Kohle gibt. Aber wie viel Schwefel wir da rauskriegen, weiß ich noch nicht. Du, alles was geht. So, große Kochaktion ist auch gestartet. 1600. Da diese Nacht ruhig ist, würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh, wenn es zum Händler geht, in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gern den Daumen nach oben da. Und wer noch nicht hat, ein Abo. Laut Statistik im Moment 75%. Okay. Und wer mag, für den YouTube-Algorithmus ein Comment unter dem Video. Ich sage danke fürs Dabeisein, Swisty, Buran, Skyhawk. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bye-bye. Tschüss.